It's going down for real. Und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet. Heute habe ich einen weiteren Mod für euch, und zwar den Hungerbalken-Mod. Und mit diesem Hungerbalken-Mod haben wir, wie schon der Name sagt, Hungerbalken hinzugefügt, mit dem wir wie in der PC-Version sozusagen Hunger verlieren können, beziehungsweise Hunger dazu bekommen dürfen durch Essen und natürlich durch diesen Hunger auch geheilt werden können, wie ihr schon hier im Hintergrund seht. Und das ist natürlich ziemlich cool. Jetzt diesen Baby-Zombie, der mich jetzt hier auch am Killen ist wahrscheinlich, wenn ich ihn nicht abwehre. Vielleicht nicht überleben. Uah, und da bin ich tot. Und ja, wir können das Ganze wieder auffüllen, wenn wir mal ein bisschen Schaden hier provozieren. Dann holen wir uns auch mal diesen Zombie hier, der wird eh gleich abkratzen. Jetzt brennen wir natürlich mit. Der Effekt ist übertragen, wer das noch nicht weiß. Und ja, natürlich werden wir jetzt mal ganz kurz bis an der Hungerbalken ein bisschen was verschwindet. Dann kann ich euch das Ganze nämlich zeigen. Und das ist ein cooler Effekt. Jetzt ist hier schon hier ein bisschen was verschwunden. Das lassen wir einfach mal so. Dann gehen wir ins unser Menü. Bei euch wird es was anderes sein. Und dann nehmen wir uns einfach mal in unserem Fall ein gebratenes, leckeres Hühnchen. So, mit diesem gebratenen, leckeren Hühnchen können wir, wie ihr oben seht, diesen die Hungerkeule auffüllen und kriegen gleichzeitig noch dazu mit neues Leben für unsere Herzen sozusagen. Und es wird beides aufgefüllt, ist eigentlich ziemlich OP gleichzeitig und ist ein ziemlich cooles Feature auf jeden Fall. Der Donner zu dem Mod steht unten in der Beschreibung, wenn er euch gefallen hat. Und es ist ein ziemlich kleiner Mod, man kann aber ziemlich viel damit anfangen, denke ich mal. Wie gesagt, Donner steht unten in der Beschreibung. Welches ganze Video gefallen hat, dann lasst mir doch noch eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen und hilft mir auch sehr. Und sagt mir auch, dass ihr das Ganze weiter haben wollt. Und wenn ihr, ja, euch für NCPE-Mods, also alles den Stuff in NCPE interessiert, dann lasst mir doch noch ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr freuen. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!